Ja, nach dem Brand in der Wiener U1 ist die U-Bahn-Linie jetzt seit dem Freitag in der Früh wieder durchgehend in allen Stationen unterwegs. Man kann jetzt wieder den Normalbetrieb sozusagen aufnehmen und die volle Strecke befahren, nämlich von der Leopoldau bis nach Oberla. Die Wiener Linien haben das bereits bekannt gegeben und bedanken sich dementsprechend auch bei allen Fahrgästen für die Geduld und wünschen dann natürlich auch eine gute Fahrt, vor allem in Hinsicht natürlich auf die U1. Das besagte Feuer, das zu Beginn der vergangenen Woche ja doch einige Furore ausgelöst hat natürlich auch einen großen Schaden ausgelöst, weswegen die U1 dann auch unterbrochen werden musste. Mittlerweile ist das allerdings alles behoben worden. Der Zug, um den es sich da gehandelt hat, das war ein Sonderzug mit 6 Waggonen und der ist dann im Tunnel zwischen den Stationen Taubstummengasse und dem Südtiroler Platz Hauptbahnhof brennend zu stehen gekommen. Seitdem gab es dann, wie gesagt, den eingeschränkten Betrieb und die U1 konnte nur die Stationen zwischen Oberla und Reumannplatz und aber auch zwischen Schwedenplatz und der Leopoldau einhalten. Die Stationen Keplerplatz bis Stephanplatz konnten dabei gar nicht befahren werden. Jetzt glücklicherweise aber ist diese Sperre aufgehoben und die U1 ist zurück im Normalbetrieb.